damals sogar in so einen Sarg gesteckt, in der Erde war. Da war ich 14 und sind mit dem Sarg rumgesprungen. Das war schon, dass ich da kein Trauma von habe. Verrückt. Willkommen zu meinem Mitternachtsvlog. Ein kleiner. Ich war gestern mit meinem Hund draußen. Ich gehe ja sonst immer in den Wald. Und ich dachte mir, den Wald, den kennt ihr jetzt schon wirklich. Auch wenn alles nur Bäume sind, das ist irgendwie immer die gleiche Location. Und ich wusste nicht, ob ihr davon gehört habe, dass es bei uns die Burg Frankenstein gibt in Darmstadt. Ja, genau, die echte Burg Frankenstein. Und da dachte ich mir, das wäre eine tolle Idee, da mal mit dem Hund hinzugehen und euch ein bisschen die Burg Frankenstein vorzustellen. Dann filme ich mal mit dem iPhone die 17, die hoch und runter gehen für euch und habe auch schon in die Kamera gesprochen. War alles ganz toll und wie ich dann oben ankam und mir das angucken wollte, habe ich gemerkt, verdammt, auf dem iPhone, ich habe immer auf Record gedrückt, wenn ich das iPhone zur Seite gelegt habe und auf Stopp, wenn ich gesprochen habe. Weil beim Autofahren habe ich nicht hundertprozentig drauf geachtet. Das heißt, ich habe ins Nichts gesprochen und ins Nichts gefilmt. Stattdessen hatte ich dann schöne Aufnahmen von meinem Bein, von meiner Jacke. Aber ich wurde trotzdem dafür belohnt. Weil ich habe dann einfach gesagt, gut, ich fange nochmal von vorne an, ich filme direkt auf der Burg Frankenstein und mit meinem Hund dort spazieren gegangen. Es ist ein toller Ort, die Stimmung war perfekt, es hat geregnet und es war bedeckt, perfekt zum Film. Jetzt sind wir auf der Burg Frankenstein angekommen, oben, die ihr seht. Hier haben die Amerikaner, wie die noch in Darmstadt stationiert waren damals, auch immer große Halloween-Feste gefeiert. Und die waren extrem krass drauf. Ich glaube, ich war 14 Jahre alt und die haben sich alle verkleidet als Zombies, wie auch immer, und haben so künstliche Galgen gehabt und auch einen Sarg. Da haben die mich geschnappt in so einen Sarg, der im Boden war, zugemacht und sind rumgesprungen. Das war schon ziemlich heftig. Also, ich habe zwar kein Trauma davon, aber vielleicht ist es mit ein Grund, warum ich die dunkle Seite und Thriller mag, obwohl ich mir damals in die Hose gemacht habe. Von hier oben hat man eine traumhafte Aussicht. Heute kann man sogar bis nach Frankfurt sehen. Also wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt und ihr seid im Odenwald, dann müsst ihr auf die Burg Frankenstein kommen. Oder an Halloween, es wird immer noch gefeiert. Ja. Als ich dann zurückgefahren bin, dachte ich mir, jetzt probiere ich das mit dem 17 nochmal und dann war gerade Sonnenuntergang.
Besser hätte es nicht laufen können. So, das war die Burg Frankenstein. Jetzt geht's nach Hause. Abendessen. Und dann noch eine kleine Nachtschicht. Ich muss noch Folge 6 das Treatment schreiben für meine neue Serie. Das kann etwas länger dauern. Also sehen wir uns ein bisschen später. Tschüss. Also manchmal ist es dann tatsächlich als Tipp, man denkt, ach, ist alles Mist, es hat nicht geklappt, was ich machen wollte. Das hat einen guten Grund. Ich habe bessere Aufnahmen danach bekommen. Vielleicht kann man das auf das Leben übertragen, wenn euch Fehler passieren. Ja, man sagt ja immer so schön, aufstehen, weitermachen. Aber es ist nicht nur das Aufstehen, weitermachen, sondern manchmal entstehen aus dem Fehler tolle neue Sachen. Und deswegen habt einfach Mut zu Fehlern, macht einfach weiter drauf los und es wird sich alles schon richten, am Ende wird alles gut. So viel zu Fehlern. Ich schneide gerade das Material und habe festgestellt, hey, ich habe ja eine Szene vergessen. Ich wollte ja noch erzählen, dass ich gestern meinen Kanal modernisiert habe. Also das heißt, ich habe neue Thumbnails gemacht und einen neuen Header, der dazu passt zu dem neuen Trailer, also nicht zum Trailer, sondern zu dem Intro, was ich neu habe. Ja, habe ich einfach vergessen. So viel zu Fehlern. Aber wie viel Uhr war es gestern nochmal? Wir haben jetzt 1 Uhr nachts. Irgendwie kann ich nicht schlafen. Morgen telefoniere ich mit Audible. Ich habe das Treatment von den ersten 6 Folgen für meine neue Serie geschrieben. Und bin sehr gespannt, wie Ihnen das gefällt. Und dann habe ich sogar gestern noch ein paar Szenen gedreht für die neue Reihe Wie entsteht eine Hörspielserie. Das wird auch bestimmt sehr lustig, aber ich muss natürlich immer schauen, wie viel Zeit ich habe, weil ich muss mich auch um die Serie kümmern. Aber dieses kleine Vlog musste jetzt noch sein, damit ich euch mal die Bilder zeige von der Burg Frankenstein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.